Moin aus Hamburg. Kurzer Gruß aus dem Mindspace. Ich bin hier auf der Unternehmerwissen-Konferenz, Abschlussveranstaltung, Abschlussrunde vorne. Ihr hört das ein bisschen im Hintergrund. Und erstmal großes Dankeschön an die Veranstalter. Wirklich super Konferenz, hat viel, viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, auf unternehmer-wissen.de. Und was ich mitnehme ist, es gibt in Deutschland, glaube ich, so zwei Fraktionen. Die einen sagen, es ist dringend nötig, eine neue mehr unternehmerische Denke aufzubauen. Es muss an den Schulen zum Beispiel auch unterrichtet werden, wie man wirklich mit Geld umgeht oder wie man sich selbstständig macht, wenn man mit wirtschaftlichen Themen umgeht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Fraktion, die sagen, wir können da gar nichts machen, das ist quasi so eine Art Opferhaltung fast, weil die Zustände erlauben das nichts und im Ausland ist alles viel besser. Was meint ihr dazu? Meine Meinung ist, wir müssen die Zukunft, die wir haben wollen, selbst gestalten. Geht das in Deutschland? Was meint ihr dazu? Ich freue mich auf euer Feedback hier in den Kommentaren.